Guten Abend, es gab sehr herzlich willkommen beim Trainergespräch. Ich begrüße Michel Abt, der FC Bornau Uffring und unser Tobias Job. Glückwunsch zum Sieg. Ich muss dazu sagen, ich bin eben erst gekommen, habe auch nur die letzten 5 Minuten gesehen, weil ich im Spiel gar nichts. Würde mich freuen, wenn der Trainer heute weitgehende Auskunft geben. Heute wieder verloren, 2-3 Spiel verloren. Wir haben das zweite Spiel gewonnen, 4-2 Punkte. Wie ist die erste Halbzeit gelaufen, Michel, heute? Schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. In der ersten Halbzeit gehen wir, glaube ich, ein Tor vorne gehen wir in die Pause. Aber da waren wir eigentlich unzufrieden. Ich denke, es war unsere schwächste Halbzeit in der Saison, wenn man davon schon reden kann, weil wir einfach zu viel Freier haben liegen lassen. Ich denke, da wäre die Führung ein bisschen höher auch verdient gewesen, weil wir gut gespielt haben. Wir haben ein kleines Probenspiel gehabt in unserer Abwehr vor allen Dingen, wo wir dann ein bisschen unter den Kräften ausgegangen sind. Wir sind dann auf die 6-0 zurückgegangen. Heute kann man besonderes Lob an Janis Schreiber aussprechen, an alle Spieler, der das Spiel übernahm und bekommen hat über 60 Minuten im Angriff. Da kann er stolz drauf sein. Und ich finde, am Ende ist das Sieg dann auch verdient gewesen. Heute ein niedergeschlagener Tobi, sehe ich am Gesichtsausdruck. Zweites Heimspiel, zweites Spiel verloren. Aber zum Glück haben wir das Auswärtsspiel gewonnen. Tobi, wie war das Spiel heute, erste Halbzeit? Ja, zunächst schönen guten Abend auch von meiner Seite und Glückwunsch an unser Team zum, ich denke, trotz alledem etwas glücklichen Sieg hinten raus. Spiel war sehr, sehr lange, wie immer relativ eng. Erste Halbzeit haben wir leider schwer ins Spiel gefunden. Wir wussten, was auf uns zukommt. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr haben es leider sehr, sehr schlecht gelöst. Vorne wie hinten, da konnte man ein Stück weit schon froh sein, um mit einem Tor Rückstand in die Pause zu gehen. Zweite Halbzeit haben wir dann gewisse Dinge teilweise besser gemacht, sind dann auch in Führung gegangen. Und als wir 2 Tore in Führung waren, was ähnlich wie im Salonspiel, da war dann in meinen Augen wieder der Knackpunkt, wo wir hätten wegziehen können oder müssen in der Phase. Ja, da hatte Kronau ein kleines Loch. Wir haben definitiv zu wenig draus gemacht in der Phase. Da wurde es wieder eng und dann, da kann natürlich auf beiden Seiten wieder alles passieren. Vorne lässt ein, zwei Chancen liegen, Überzahl, Speichmann, Ball weg, verwehren zwei, hier kriegen wir dann 2-3 blöde Tore. Das ist immer wieder das Gleiche, was uns vor allem leider zu Hause öfters passiert, dass man in den engen Phasen dann in der Klatschzeit, wie man so schön sagt, ab der 45. Minute, dann, sei es Fehlwürfe haben, sei es dumme Abwehraktionen oder vorne blöde Fehler und sowas rächt sich. Das sind einfach diese Kleinigkeiten, die man wieder Spieler entscheidet. Die waren heute leider wieder zu uns ungünstig. Vielleicht läuft es wie letztes Jahr, dann können wir froh sein, dass wir jetzt 2 Auswärtsspiele haben, dass wir vielleicht wieder eine gewisse Auswärtsserie hinlegen. Aber wir wollen natürlich zu Hause gewinnen. Wir haben Zorkheim auswärts, beziehungsweise Landsberg auswärts, Zorkheim auswärts. Das sind zwei Top-Favoriten auf die Meisterschaft und so wieder rest die Niederlage heute. Müssen 4-2 Punkte, 3 Spiele. Wie waren die Ziele von der Saison? Wie geht es weiter mit euch? Nächstes Spiel? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine Ahnung, wie wir das nächste Spiel. Wir haben jetzt, ich weiß nur, dass wir spielfrei haben nächstes Wochenende. Wer danach kommt, weiß ich gar nicht genau. Die Ziele sind einfach, es ist schwierig zu sagen, wir haben viel neue gekriegt, wir haben jetzt wirklich viel Verletzte, auch Spieler, wo ich mal sagen würde, die sehr wichtig für die Mannschaft sind, wie Keller, Pascal Kirchbaum und Lars Möller, die verletzt sind. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt 2 Auswärtssiege in der Saison schon geholt haben, am Anfang der Saison. Der Ziel ist ziemlich klar, das ist der Nichtabstieg. Ich habe das letztes Mal schon betont. Es dreht sich dann immer darum, wann wir dieses Ziel erreichen. Ich habe es natürlich möglichst früh am liebsten. Und daran arbeiten wir, dann gucken wir, dass wir eine gute Runde spielen. Und ich bin mir sicher, wenn wir guten Handball spielen, dass wir sehr, sehr viele Gegner auch schlagen können. Tobi, Spiel heute verloren. Jetzt müssen wir zum Mitfavorit Dampfenberg, der mit Sicherheit stehen, Spieler von Dampfenberg auch gut ausgesehen. Haben wir noch was am Umlöndes, was sagen ganz der nächste Woche, dass es lohnt, dass endlich Leute mitfahren nach Dampfenberg? Unabhängig von dem Spiel heute, da sind wir natürlich alle enttäuscht, aber Dampfenberg ist für uns auch nochmal ein riesen Derby, wir wissen, was jetzt da los war.
sowohl in Tanzberg als auch zu Hause. Das macht Spaß, deswegen spielen wir Handball. Wie gesagt, die Enttäuschung sitzt tief heute. Nichtsdestotrotz gibt es so schnell wie möglich, das Spiel zu analysieren, abzuhaken. Mit Sicherheit sind die Vorzeichen dieses Jahr etwas anders. Ich denke, letztes Jahr war Tanzberg gut drin, hat gegen den Anstieg gekämpft. Jetzt haben sie sich auch personell so verstärkt, dass wir mit Sicherheit nicht der Favorit sein werden, im Gegensatz zum letzten Jahr. Nichtsdestotrotz ist es Derby, es macht Spaß, wir werden uns intensiv vorbereiten und vielleicht können wir es auch merken und die Pfälzer Derby sehr, wir zumindest von letztes Jahr weiterführen. Gut, dann hoffen wir mal, dass viele mitfahren auf Tanzberg, ist ja nicht so weit, wie gesagt, ein Lokalderby. Wir haben auch eine schöne Gaststätte und vielleicht können wir was reisen in Tanzberg. Wäre schön, wenn wir auf der Zahlreise sehen. Ich euch wünsche gute Handfahrt und viel Glück in der weiteren Runde. Gell? Tobi, tschüss und dann zu Tag sehen. Tschüss.